Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe gerade vom Amazon Postboten ein Steelbook bekommen. Das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, Patrick, mein Paket ausgepackt hast. Ja, fand ich toll, dass du dich gefreut hast über ein paar Filme. Ja, das Malone-Mediabook, das wusste ich jetzt nicht, dass ich das von dir hatte. Ja, und mit Garden of Love habe ich ja den vollen Schwarzen getroffen bei dir. Das freut mich. Also ich wusste natürlich nichts von deiner Story, aber war schön, deine Story zu hören. Und ich gucke deine Videos gerne. Ja, und wir sind schon einige Jahre befreundet. Wir kommen gut miteinander aus. Angefangen hat es mit dem Terrifier-Mediabook, Terrifier Beginning. Da habe ich das mal gesucht auf Facebook und da hast du dich dann gemeldet und so kam es dann zueinander. Wir kamen gut miteinander klar. Ja, auf jeden Fall mein Video von deinem beiden Film ist unter diesem Video, also mein letztes Video, was da war. Ich habe mich auch gefreut. So, ich zeige euch erstmal zwei Filme, die ich jetzt gesehen habe. Ich habe erstmal gesehen, Last Night in Soho. Das ist so ein geiler Film. Boah, der hat mich richtig überzeugt. Ich fand ihn so toll, den Film. Der hat sogar Horrorelemente. Und der ist blutig. Den kennt man gar nicht von Edgar Wright. Edgar Wright hat, glaube ich, auch gemacht. Ich stelle hier hinten drauf. Genau, der ist von Edgar Wright. Der hat auch gemacht. Hier. Ja, hier diesen Baby Driver hat er, glaube ich, gemacht. Baby Driver, der war ja auch nicht blutig. Und das Mädchen vorne drauf ist Modedesignerin. Die möchte in die Mode groß rauskommen und kriegt ein Angebot nach London. Da fährt sie hin, lernt da erstmal ein paar Leute kennen und mit denen kommt sie nicht klar. Ja, und die schikanieren sie immer und so. Und dann zieht sie dann aus dieser WG, wo die drinnen zusammen wohnen. Dann zieht sie in eine andere Wohnung rein. Mit einer, ich sag mal, eine Oma. Und in diesem Zimmer, wo sie dann reinzieht, also das nimmt sie in der Miete, wo sie dann reinzieht, da passieren merkwürdige Dinge. Die sieht merkwürdige Dinge und so. Ich will nicht spoilern. Nicht, wenn ihr sagt, ich spoilere eigentlich überhaupt nicht. Also, ihr guckt euch den Film an, die sieht merkwürdige Dinge, der Film spielt in den 60ern. Ich glaube, da wird einigen von euch nicht so gefallen, aber mir hat er richtig gut gefallen. In der Mitte des Films ist er mehr die 60er, wie sie da in den 60ern andere Männer kennenlernt. Also sie hier wird dann zu der anderen Frau. Also, der ist richtig gut gemacht. Und, also wie gesagt, Horrorelemente hat der auch. Hat mich richtig überzeugt. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben. Ihr könnt euch den hier auf jeden Fall mal holen und euch den angucken. So, und dann habe ich eben gerade noch gesehen, Vampire. Das erste Mal, glaube ich. Ich habe den, glaube ich, erst ein paar Mal gesehen, aber das ist schon lange her, als ich den gesehen habe. Da habe ich noch gewohnt bei meinen Eltern. Da war ich so 20, 25, 23. Da habe ich den das letzte Mal gesehen. Und eben gerade wieder neu. Neusichtung auf Blu-ray, richtig geiler Vampirfilm. Hier, dieser Vampir, das ist der aus Karate Kid, aus Karate Kid 3, glaube ich. Entscheidung in Rio. Da der Bösewicht, das ist auch hier der Vampir. Habe ich erstmal gegoogelt. Ich habe erstmal gegoogelt, John Carpenters Vampire, und habe ich dann geguckt. Ach, der Schauspieler ist das? Der spielt auch in Karate Kid mit dem Bösen. Richtig geiler Vampirfilm. Blutig ist der ist spannend. Der hat eine gute Story. Oh, der ist richtig gut gemacht, der Film. Hiervon gibt es ja auch noch einen zweiten Teil. Aber der soll nicht so gut sein. Der soll sein mit John Bon Jovi, dem Musiker. Der soll nicht so gut sein. Auf jeden Fall, diese beiden Filme sind sehr zu empfehlen. Hier ganz neu, Soho. Der ist richtig gut, der Film. Und Vampire, der ist von 98. So, und jetzt komme ich zum Steelbook. Hier von Amazon ist schon, ich sag mal, ausverkauft. Ich habe es noch bekommen für 22,99. Könnt ihr ja sehen an meinem Thumbnail, was es ist.
So, jetzt hier jetzt mal geöffnet. Also bei uns in meiner Stadt, da haben wir ein Amazon-Verteilzentrum. Und weil das habe ich, das war so schnell jetzt hier. Und ich glaube nicht, dass es jetzt, dass es verbeult ist. Ich hoffe mal, dass es nicht verbeult ist. Boah, jawohl. Auf den ersten Blick, hier, Ghostbusters habe ich mir geholt. Ghostbusters Afterlife. Geil. Über den Film habe ich schon so eine guten, positiven Stimmen gehört, über diesen Film. Der sagt, dass er richtig gut sein soll. Das soll auch ein Kinoerfolg gewesen sein. Ein Kinoerfolg. Und hier das Steelbook, Blu-ray Steelbook. Den Film gucke ich mir gleich an heute Abend. Aber ich freue mich auf den Film. Der soll auch so sein wie die alten Filme. Also wie die alten Teil 1 bis 3. Mit Bill Murray und so. So soll der, glaube ich, auch sein. So. Folie ist runter. Okay. Ich sehe schon, das Mediabook ist matt. Aber es hat so mit Steelbook-Effekte hat er, glaube ich. Und ein richtig cooles Cover. So, erstmal, da sind nämlich Kleber drauf. Die ist festgeklebt, die Bandrole. So, hier erstmal die Bandrole. Ja, ich kann ja mal vorlesen. Den Wegweiser zu Geistern, Ausrüstung und Easter Eggs. Also das sind jetzt die Bonusmaterial. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jill Cameron und Jason Reitman oder so. Auf jeden Fall geht der Film läuft 124 Minuten. Ich guck mal gerade, ob der HD hat, HD Master oder kann ich jetzt nicht erkennen. Auf jeden Fall ist das Steelbook von Sony. Ich hätte gerne mal gesehen, ob der Film in diesem Mediabook Atmos hat, Dolby Atmos, weil das ist was Besonderes. So, und jetzt kommen wir zum Steelbook. So sieht das Steelbook aus. Es ist matt. Und dann, oh, hier. Ecto 1 ist ja das Auto in dem Film. Oh, und der findet, das sieht gerade auch einen coolen Innendruck. Schön farbig. Hier, der Innendruck, schön farbiger Innendruck mit Ecto 1. Wow. Und hier haben wir denn die Blu-ray mit den Marshmallow-Mann. Geil. Boah, der Film ist sich gleich heute Abend reingezogen. Ist denn der zweite Film für heute? Hier Ghostbusters im Steelbook. Geil. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.